Geld und Co. Präsentiert von der Basler Kantonalbank. Guten Abend miteinander. Das ist Geld und Co., unser Wirtschaftsmagazin auf Tele Basel. Mehr aus seinem Geld machen. Wer will das nicht? Mit der richtigen Sparform legen wir nicht nur Geld auf die Seite, sondern profitieren gleichzeitig auch von den Zinsen, die gestiegen sind. Es gibt verschiedene Optionen wie Sparkonto, Kassenobligationen oder Festgeld. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Und genau über das reden wir heute. Ein weiteres Thema in der Sendung ist die älteste Teemanufaktur der Schweiz. Sie heisst London Tea und ist in Münchenstein daheim. Vor der Teekultur geht es ums Sparen und somit zum Dominik Stoll. Er ist Portfolioberater bei der Basler Kantonalbank. Dominik Stoll, seit der Finanzkrise im 2008 sind Zinsen alles wie mehr gesunken. Das Sparen war darum nicht mehr so interessant gewesen. Jetzt ist es anders. Die Zinsen sind wieder gestiegen und das Sparen ist darum wieder lukrativer. Wie lukrativ ist es denn? Das ist richtig. Vom Januar 2015 an bis in September 2022 haben wir sogar Negativzinsen in der Schweiz gehabt. Dabei reden wir immer vom Leitzins, der beeinflusst alle weiteren Zinsen, wie der vom Sparkonto auch. Und mittlerweile, dann im Zuge von 2022, aufgrund von der hohen Inflationszahlen, ist jetzt Sparen auf dem Sparkonto wieder lukrativ und am Ende des Jahres bleibt wieder etwas vom Sparbüchlein übrig. Reden wir über die verschiedenen Sparmöglichkeiten. Zuerst über das Privat- und Sparkonto. Mhm. Was sind da die Unterschiede? Also das Privatkonto ist ein typisches Durchlaufskonto, wo Sie die maximale Flexibilität haben. Beim Privatkonto gibt es keine Rückzugslimite. Eine Rückzugslimite heisst zum Beispiel, dass man einfach pro Jahr 100'000 kann beziehen. Bei den Sparkonten ist das der Fall. Und bei den Sparkonten gibt es auch verschiedene. Und was man dort sicher merken kann, ist, desto unflexibler das Sparkonto ist, umso höher ist der Zins. Umgekehrt natürlich auch, wenn man maximale Flexibilität will, dann hat man auch weniger Zinsgut. Und jetzt sehen wir auf der Grafik noch die aktuellen Zinsen. Beim Privatkonto ist es so, dass meistens noch mit 0% verzinst wird. Beim Sparkonto kann das ein gut und gern je nach Bank bis zu 1,5% sein. Was gibt es denn für Alternativen zum Spar- und Privatkonto? Alternativen gibt es natürlich viele. Wenn wir aber auf der ganz sicheren Seite bleiben wollen, dann ist das vor allem Festgeld und Kassenobligationen. Fangen wir mit dem Festgeld an. Was verstehen wir darunter? Also das Festgeld wird an den Geldmarkt investiert und beim Festgeld ist es so, dass für eine Laufzeit von 1 bis maximal 12 Monaten kann man das fixieren. Und wir sehen auch hier auf der Grafik gerade noch den Unterschied zum Sparkonto bzw. auch zum Privatkonto. Wichtig ist, dass für die 1 bis 12 Monate hat man keinen Zugriff aufs Geld, also ist es fixiert. Ein weiterer Unterschied ist vor allem die Eintrittshürde, die ist deutlich höher mit 100'000 Schweizer Franken. Die ist relativ hoch. Dafür hat man dann auch einen höheren Zins, der kann je nach Anbieter von 0,8 bis ca. 1,8% variieren. Was sind die Risiken? Die Risiken sind eigentlich die gleichen wie auf dem Sparkonto. Wenn der Bank etwas passieren sollte, würde im ersten Sinn einfach einmal die Einlagensicherung bis 100'000 Schweizer Franken greifen. Bei den Kantonalbanken gibt es aber noch einen Unterschied, das ist ein bisschen speziell. Da gibt es noch eine Staatsgarantie, die meisten Kantonalbanken haben die noch. Da wären alle Vermögenswerte gesichert. Wem empfehlen Sie denn die Geldanlage? Das ist simpel. Also, wer das Geld kurzfristig nicht braucht und das nötige Kleingeld dazu hat, sollte unbedingt wegen Festgeld schauen. Und wie ist die Situation, wenn jetzt jemand einen grösseren Betrag in einer Fremdwährung hat, wie zum Beispiel Euro? Das ist ganz ein guter Punkt. Gerade beim Euro oder beim US-Dollar, wo man recht häufig antrifft und man hat die Währungen schon einen grösseren Betrag davon, man braucht es kurzfristig nicht, dann lohnt es sich ganz besonders, das Festgeld anzuschauen, weil in der EU und in den USA sind Zinsen deutlich höher, die Leitzinsen. Und da kann man gut und gerne mit 3 bis über 5% im Moment rechnen. Mhm. Reden wir jetzt noch über die Kassenobligationen. Was zeichnet diese Alternative aus? Also Kassenobligationen sind ein Wertpapier, das aber nicht an der Börse gehandelt werden. Dementsprechend haben sie keine Kursschwankungen. Bei den Kassenobligationen ist die Laufzeit noch mal ein bisschen länger, als das beim Festgeld ist. Das ist 2 bis 10 Jahre. Und dementsprechend ist aber auch noch die Eintrittshürde deutlich geringer. Die fährt meistens ab 1'000 Franken kann man Kassenobligationen zeichnen. Wo sehen Sie jetzt hier aber die Risiken, wo die Chancen?
Also die Chancen sind natürlich, das sieht man auch noch auf der Folie, ist der bessere Zins, den man davon hat. Oder? Man hat von 0,9 bis ca. 2% bei den Kassenobligationen. Also nochmal ein Stück höher. Das ist richtig. Von den Risiken her sind sie wieder ähnlich wie das Festgeld bzw. das Spar- und das Privatkonto. Wie gesagt, Kursschwankungen gibt es nicht. Das Emittentenrisiko bleibt. Also sollte der herausgebende Bank etwas passieren, greifen auch wieder die Einlagensicherung bei einer Kantonalbank, der hat die Staatsgarantie. Jetzt habe ich eine letzte Frage, Dominik Stahl. Wenn jetzt jemand einen grösseren Betrag oder einfach zum Beispiel 10'000 Franken auf der Seite hat, was soll man mit diesem Batzen machen? Beziehungsweise wie vermehrt er sich am meisten? Also das Stichwort, das immer gerne ist, natürlich am meisten. Da führt dann wirklich kein Weg mehr an der Börse vorbei. Und wenn wir jetzt ein Beispiel machen mit den 10'000 Schweizer Franken, und wir würden sagen, wir würden das 10 Jahre in 100% Aktien, also am breiten Schweizer Aktienmarkt investieren, dann kann man die Aussage treffen, dass sich das Geld nach 10 Jahren durchschnittlich mehr als verdoppelt hat. Aber da hat man natürlich keine Garantie drauf. Dort ist es wirklich wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Und wenn man sich dafür interessieren sollte, ist es dort ganz wichtig, dass man sich ausgiebig beraten von der Bank. Also gut, danke schon vielmals, Dominik Stahl. Vielleicht haben Sie schon mal bei uns in der Region einen London-Bus oder eine klassische englische Telefonkabine gesehen. Die beiden typischen Wahrzeichen stehen in Münchenstein. Und zwar vor der ältesten Teemanufaktur der Schweiz, der London Tea. Die Familie Bisang führt den Teehandel in der vierten Generation. Für Teeleute ist es eine Familientradition und eine Passion. Hier im Keller zu Münchenstein wird abgefüllt, gemischt, Grütli werden dazugegeben. Hier entsteht der edle Tee. Vor 128 Jahren ist die Firma London Tea gleichzeitig in London und Basel von 2 Schweizer und 5 Engländern gegründet worden. Gleich darauf ist die Firma von den Vorfahren der jetzigen Familienbesitzer übernommen worden. Heute sind es 22 Angestellte zu Basel und zu Münchenstein. Die meisten arbeiten in einem 60-70% Pensum und schauen vor allem auf Qualität. Speziell an der Teemanufaktur von der London Tea ist, dass wir eigentlich veredeln, aromatisieren, Blends herstellen. Das machen wir hier in Basel. Und wir machen das in kleineren Tranchen, dafür immer wieder frisch. Lieber klein und fein bleiben als gross werden und expandieren, das ist das Motto. Denn das hat ja auch zur Folge, dass die Qualität nicht mehr gleich bleibt. Denn mehr Menge heisst weniger Qualität. Und trotzdem wäre die Verlockung nicht hier, nebst Basel, vielleicht auch Filialen von London Tea in Zürich, Bern oder Luzern aufzumachen. Doch, natürlich, die Verlockung ist da und das wird auch diskutiert jetzt mit der nächsten Generation. Das ist schon so, aber auch sie realisieren beim Tee-Einkauf, beim täglichen Tee-Einkauf, die Menge ist nicht in Tonnage vorhanden. In der Besitzerfamilie sind alles gelernte Teetester. Was man deutlich hört in so einer Degustationsrunde. Neben 360 Teesorten sind alle Gewürze und Kräutchen, die es braucht, um die Mischung herzustellen, in Münchenstein an Lager. Wie in vielen anderen Bereichen ist auch der Tee in den letzten Jahren teurer geworden. Vor allem, weil halt, die Transportkosten das Ganze dann noch einschenkt. Und das ist schon etwas, wo halt, das und die Verfügbarkeit im Moment auf dem Weltmarkt ist schon etwas, was uns tagtäglich beschäftigt. Ja. Bleibt noch die Frage, welches das denn der gesündeste Tee ist, den der Kenner empfiehlt, zum täglichen Wohl von Körper und Geist. Man fährt mit einem japanischen Green Tee am Morgen, weil man hier weiss halt, und Matcha pulverisierten Green Tee, weil ich hier weiss, wie viel das einem der Tee für Gesundheit gibt. Übrigens, die Fassade der Teemanufaktur sieht fast genauso aus wie eine Teefabrik im Hochland von Ceylon. Nächsten Mittwoch heisst das Thema bei Geld und Co. Ohne Lehrling keine Fachkräfte. Eine gute Zeit, auf Wiedersehen. Geld und Co. präsentiert von der Basler Kantonalbank.